Abduschin und die Kreisbotschaft. Viele Menschen fragen mich über E-Mail und in Kommentaren über Abduschin und seine Kreisbotschaft, was es auf sich hat, warum diese Botschaft. Tja, als Jesus da war und seine Botschaft der Liebe brachte, da hatten die Menschen keine Zeit für ihn und seine Botschaft. Was dann geschah, wissen wir ja. Die Ermordung des Wortes aus Gott. Ja, sie mordeten Jesus Christus. Dann aber ging die Menschheit in Trübnis. Sie war alleine. Sie ging in die Starre. Über 2000 Jahre. Nun war es für das Licht wichtig, damit die Menschheit nicht ganz verloren geht, dass noch einmal eine Botschaft kommt aus Gottes Wort. Und deshalb kam Abduschin. Er kam und brachte das Wort aus Immanuel. Es ist eine Ergänzung, die Botschaft zur Botschaft von Jesus. Wer diese Botschaft aufnimmt, die Gralsbotschaft, der wird alles finden darin, was er braucht, als Stütze und als Stab, jetzt in diesen Wirrnissen. Er wird geführt, geleitet, und er findet wieder zu Gott zurück. Denn ohne das, ohne dieses Wissen, vermag der Mensch nicht aufzusteigen. Er vermag nicht, sich zu erheben. Denn der Mensch braucht Geistesschwingen. Ja, er muss sich hochschwingen. Geistig hochschwingen bedeutet arbeiten an sich, an seinen Fehlern, und arbeiten dann auch für das Licht, ja, für die Gotteskraft, die ist bei ihm, wenn er in die Arbeit geht, der Mensch. Wenn er in die Handlung geht, wenn er sein Tun ändert zum Wohle der Gottesführung, ja, wenn er zum Wohle der Gottesführung, dann dieses Wohl umsetzt für die Menschen, dann wird diese Erde noch einmal gerettet. Vorher kann es nicht geschehen. Denn ohne dieses Gotteswort aus Abduschin, das noch einmal kam, und die Gottesbotschaft von Jesus verlängerte, ergänzte in allen möglichen Dingen, die damals der Gottessohn nicht mitteilen konnte, weil die Menschen noch nicht bereit waren dazu, geistig. Aber so weit konnten sie aufnehmen und sie verstanden, dass er Gottes Sohn war. Nun aber braucht es mehr, denn die Menschen sind geistig weitergekommen. Nur etwas hält sie auf, diese Menschen, heute. Es ist ihr Verstand. Denn wo noch Verstand herrscht, wo noch der Mensch dies und jenes grübelnd zurechtbiegen will, ja, im Besserwissen wollen, dort wird er nicht zur Kreisbotschaft vordringen können. Er wird sie nicht, diese Botschaft, lebendig machen in sich. Es genügt nicht mehr der Glaube daran, sondern es muss heute, ja, es muss die Überzeugung sein, denn nur das verleiht uns die Überzeugung, dass es so ist, denn wir werden ja rückwirkend von dieser Überzeugung Erkenntnis sammeln durch viele Erlebnisse. Das ist die Grundbedingung, dass wir große Erlebnisse anhäufen, durchleben,
zur Erkenntnis für unseren Geist aufnehmen. Die Gralsbotschaft. Sie führt uns aus allen Wirren heraus. Ja, der Mensch kann wieder glücklich werden. Er kann wieder froh werden. Er kann wieder den Frieden in sich tragen. Ja, Menschen, tut es. Nehmt die Gralsbotschaft zur Hand und liest darin. Aber liest langsam, von Anfang bis zum Ende. Denn darin liegt alles für den Menschengeist. Alles liegt darin. Er bekommt dann Geistesschwingen, wenn er die Botschaft lebendig aufnimmt. Es trägt ihn hinweg in die geistige Heimat, die da schon längst wartet auf ihn. Sie wird aber auch das Irdische hier so stark geistig begleiten, in der starken Empfindung, dass alles gelingt, alles hier auf der Erde zum Sieg gereicht. Man stelle sich das mal vor, diese Kraft, die darin liegt, im Wort alleine, im deutschen Wort, gereicht zum Sieg. Wenn sie lebendig aufgenommen werden, die Worte, und lebendig aneinandergereiht, auch wiederum lebendig schwingen. Es ist eine Schwingung. Es ist die Fülle, ähnlich wie in der Natur. Die Fülle herrscht. Das Ineinandergreifen der Kräfte, des Wesenhafte in das stofflich, natürliche, auch da ist im Geistigen unglaublich viele, viele Ebenen, die sich auftun für den Menschengeist. Ach, ich könnte euch so viel mitteilen. Ergreift die Gralsbotschaft, kann ich nur zurufen, und werdet darin lebendige Menschen, glückliche Menschen, stark und froh. Und ihr werdet den Frieden haben und ihr werdet das Außen, das Dunkle, nicht mehr sehen. Es kann euch nichts anhaben. Ja, denn es hat auch bei mir, es kann auch an mir nichts anhaben, wenn ich auf dem Weg des Lichtes bleibe. Das ist die Grundbedingung für jeden Menschen, dass er sich dauernd müht, im Licht zu stehen, stark und dann sieghaft. Ja, warum Gralsbotschaft? Warum nicht Botschaft der Gerechtigkeit? Kann man auch benennen. Man kann auch benennen, im Lichte der Wahrheit, der Gerechtigkeit. Damals Jesus brachte im Lichte der Wahrheit die Liebe aus Gott. Und Abdushin brachte die Gerechtigkeit. Ja, brachte das Gericht. Das heißt, der Mensch richtet sich nun aus. Er richtet sich nun voll aus mit aller Kraft, wo er hingehört. Aufwärts oder abwärts. Der Heilige Gral. Ich habe schon ein Video gemacht über den Heiligen Gral. Ihr könnt es nachsehen. Was der Heilige Gral ist und wo er ist. Warum Grals Botschaft die Benennung ist. Das hat seinen Grund. Bitte schaut nach. Ja. Nun hoffe ich, ihr werdet fündig und ihr werdet lebendig die Worte aufnehmen. Denn sie gereichen euch zum Frieden in euch, zum frohen Tun und Glückseligkeit. Immer nur Glück zu haben, ja. Das braucht einen Schlüssel.
Und das kann die Gralsbotschaft sein für die Menschen, die suchen. So wünsche ich euch einen wunderbaren, herrlichen Tag. Ihr Markus Bösch. Muss ich den Finger nehmen, sonst kann ich da gar nicht löschen. Also alles Gute, habt's schön und gut. Sonst kommt ihr zu mir.